Einen wunderschönen guten Tag. Oder wie ich es früher mal gesagt habe, Olombres Mambo Gamer Fall. Naja. Ich habe jetzt Ferien, das heißt, ich muss erstmal die nächsten 6 Wochen nicht mehr in die Schule. Ich bin einfach nur übelst hyped im Moment, weil ich krieg eine neue Klassenlehrerin. Nicht mehr so eine blöde Troller, die ich jetzt habe. Schade, das war mit dem Pfad. Ja. Und das wird jetzt gerade uncut, weil ich gerade nicht allzu viel Zeit habe. Das tut mir leid, aber ihr werdet es bestimmt überleben. Ich bin, by the way, der PvP-King, wie ihr da weiß. Ich muss sagen, ich bin einfach hyped. Ich habe in den Sommerferien vieles vor. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen werdet, weil wenn ich irgendwie jeden zweiten Tag ins Freibad nehme, werde ich wohl keine Kamera mitnehmen. Ist, glaube ich, sogar einigermaßen logisch. Aber was ich vorhabe, ist einerseits mich mal an meinen Vlog zu setzen. Ja, tatsächlich gibt es davon noch die Aufnahmen. Auch mal schauen, weil mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Mal irgendwas habe, wo ich dann halt so übelst das Problem damit hatte, dass ich dann, sei es das falsche Objektiv hatte, sei es die falschen Einstellungen hatte. Also da gibt es ein paar Szenen, die halt wirklich ziemlich blöd waren, sag ich jetzt mal. Deshalb muss ich mal schauen, was da so draus wird. Und ich habe überlegt, ich war in Sommerferien 2 Wochen lang in Urlaub. Da wird es auch leider keine Streams in der Zeit geben, weil ich meine, fuck, wie soll ich aus dem Urlaub streamen, ne? Und ich hatte überlegt, da auch mal ein bisschen was zu vloggen. Ja, und ich würde sagen, das war es dann eigentlich schon wieder so von dem Video. Es sollte nur so ein kleines, schönes Informationsvideo werden. Ja, ich würde mal sagen, ich mache noch ganz kurz den Fight. Und dann würde ich mich direkt schon wieder verabschieden. Ich hoffe, dass es euch dann dass es euch gefallen hat. Und schreibt mal rein, was ihr so in den Sommerferien vorhabt, unabhängig davon, ob ihr schon welche habt oder nicht. Und dann würde ich sagen, hoffe ich an dieser Stelle, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt uncut und so war. Das sollte halt einfach wirklich nur zur Information dienen, etc. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass mein nächstes Video auch einigermaßen zeitig kommt, aber momentan, ich habe halt noch CS-Clips aufgenommen, aber da habe ich gar keinen Bock, die zu schneiden. Ist mir einfach in meinem Gaming-Room auch viel zu warm. Würde mal sagen, bis dahin. Ciao!